Ja, nett schon. Nur halt sehr dick aufgetragen. Wird irgendwie viele Leute haben, die gläubig sind. Feel that cold air. Classroom. Thank God for AC. Wo zum sind wir eigentlich? Vor allem, versteht mich nicht falsch. Ich bin kein gläubiger Mensch. Ich bin auch jetzt nicht unbedingt gerade gegen gläubige Menschen. Ich bin nur gegen die Menschen, die meinen, dass alle demselben Glauben folgen müssen und man keinen anderen Glauben haben darf. Weil jeder Mensch glaubt an irgendetwas, beziehungsweise jeder Mensch muss etwas glauben. Why are they talking about my brother like that? Und Moment, jetzt bin ich kurz verwirrt. Und selbst wenn Menschen glauben, dass sie nichts glauben, glauben sie an etwas. Preise Daniel, eure Freunde, die Blatties. Wir sind ein wunderbares Kind von Jesus, heute in Pastorenswicherskirche, Dank. Ich würde es nicht glauben, wenn ich es nicht selbst gesehen hätte, denn es ist in der Tat ein Engel, der uns gesandt wurde. Ach, Jake. Halleluja, Shawmore. Fälschung. Ich danke dem Heiligen Geist für den Engel Daniel. Er ist gekommen, die Welt von Dreck und Sünden zu befreien. Gesegnet sei er seine Seele. Ein Freund. Ich habe das Wort gehört, werden diesen Tag und diese Kirche nie vergessen. Die Mutter Pastorin ist durch ein Werkzeug des Herrn. Amen. Rose Hornsby, Mutter Oberin, Wyoming. Warum? Also, ich sollte auch mal auf die 2 zu tippen und auch mal W drücken. Picknick Flyer. A picnic with Daniel? What's going on? Sonntag, Spaßtag. Genießt ein privates Picknick Pastorin Fischer und ihrem neuen Jünger Daniel. Alter. Erst zu 4 Volt vom Grill, begrenzte Plätze, $20 pro Spende, Mittag 15 Uhr, 14. Mai, 17. Claire had pretty much the same ones. Cute. Kann ich mir davon jetzt einen mitnehmen? Danke. Hey, it's for charity. Steig ein. Die verkaufen deinen Bruder. Kann ich hier hoch? Oh. Das war. Na egal. Faith. We hear that word a lot. But faith is not just a word, my brothers and sisters. Oh no. What is faith? Remember Luke 18:27. What is impossible for man is possible for God. Warum don't? Warum? With that righteous faith comes the salvation Warum of muss ich mir your das antun? Souls. Can you cross that invisible bridge to salvation? Do you want your soul to be saved? Brothers and sisters. Dann steckt jetzt $50 in die Kirche. Oh, yes. You are not like all these sinners out there. So I never asked the Lord for a sign. Then he gave me one. He spoke to me and told me that I was doing right. Mm-hmm. And to reward our great faith. The Lord sent me the ultimate gift. An angel. A child graced with the power of God. The miracle we have all been praying for, waiting for. Can I get a hallelujah? Do you have faith? My God. Ist das schlecht? Do you have faith in me? Then please welcome our newest member and our latest miracle, the angel Daniel. Bitte lass ihn auch so ein Kostüm anhaben. Bitte. Schade, er hat nur ein Hemd an. Das wäre lustig gewesen, wenn er irgendwie noch so Heiligenschein getragen hätte oder so ein Scheiß. Die Frisur. Who was thrown to the lions by false prophets. But God saved Daniel so he could der Jesus Tanztyp von Bibel TV. Yes. Daniel was brought to me to deliver us.
to guide us from the wilderness. Wer ist der Typ eigentlich? To our destiny. Now Daniel will reveal the true power of the Lord. Kann ich meinen pubertären Bruder wieder haben? Den fand ich besser als den Gläubigen. Können wir nochmal tauschen? Das wäre sehr nett. Ja. Ich finde es interessant, dass er auch als Wunder gefeiert wird und nicht als Hexer oder so. Das ist schon recht Haselnuss. Glaube ich, das ist das Frage, was ich mache mit der Kirche. Ich habe Daniel jetzt nicht unbedingt als sehr kooperativen Menschen kennengelernt. Und sind wir mal im Ernst. Er könnte genauso gut, wenn er sauer ist, den ganzen Raum explodieren lassen und die ganzen Menschen nichts mehr zu melden. Daher müssen sie mir irgendwas geben, damit er diesen Spürkiss da mitmacht. Aber er macht das nur wegen so scheiß Crisp or Shock, wie die Dinger heißen. Now we have a voice, a messenger. Our flock keeps growing. I see more. Impressionen könnten ja sonst Impulse ausliefern oder so. Ich bin mir nicht sicher, ob Daniel das so versteht. Also ob Daniel klar ist, dass die Polizei ihm wirklich so hinterher ist. Bear witness to this miracle. Thank you so much for coming. Also wird es auch immer bekannt, dass er da so super Mächte hat und da ist. Und deswegen glaube ich auch nicht, dass die Polizei, also würde die Polizei trotzdem ja sowieso aufmerksam auf ihn werden. Lena, ein wunderschön, schön, dass du da bist. Schön, dass du jetzt kommst. Wenn wir zum Teil dieses Spiel kommen, der einfach nur anstrengend wird. This helps us keep our church and to spread the word of God. Oh yeah. There's only a few tickets left for our picnic raffle next Sunday. Wie die ihn vermarkten, das ist so ekelhaft. Es ist so widerlich. Es ist so erbärmlich. Es ist so... Leon, hallo. Ich hoffe auch, dass es dir gut geht. Und schön, dass du da bist. Wie minderbemittelt kann man denn sein, einen 10-jährigen Jungen dafür auszunutzen? Ekelhaft. Wirklich widerlich. Hi. Oh, hi. I saw you out in that parking lot earlier. Yep. Ja. That was me. I like to be here too. We can see the whole room, and it's where our Reverend Mother teaches us classes. Whoa. You okay? Need some water? No, sorry, I'm just kind of sick. Oh, wahrscheinlich ist das so eine Glaubensgemeinschaft, die Medizin verbietet. Ja, genau, Gott macht das schon. Mhm. Ach. Hey, what happened to your eye? Well, that's a long story. That's okay. My name is Sarah Lee. What's yours? Aw, you must be Jacob's sister. Did you get that letter from Jacob, back when he was in California? Yes. How did you know he was in California? I was with him. That's how we met. You are Daniel's brother? Really? He's always talking about you. Hey, not too loud. Yes, I'm Daniel's brother, but I need some help. The Reverend Mother says we always have to help our neighbor. What do you need? Alles? What is this place? This is our home. Our church and community. The Reverend Mother says we are all chosen by God. Also wie ich schon sagte, ne? Manche Werte von der Kirche, die vertreten werden, schön gut. Manche ist einfach so... Was? Who is this Reverend? You don't know her? That's our mother, Lisbeth. She was blessed by the hand of God when she was my age. She can't ever sin.
the Lord guides her. Kann die sündigen, verkauft aber einen kleinen Jungen. Hm, ich weiß ja nicht. Krassen Teil mit dem Rassisten habe ich verpasst, oder? Ja, hast du. What is Daniel doing here? He's our miracle. And the Lord brought him right to our Reverend Mother. I like him. He's really kind and funny. We play together all the time. Bring mich mal zu Daniel. Wir müssen hier weg. So, can you take me to Daniel? Oh, yes. He's gonna be so happy when he sees you. He missed you so much for his birthday. It will be like a late surprise. Die finde ich cute. Wieso kann Daniel nicht so nett sein wie sie? Ja, ich wurde vermöbelt, weil ich nicht singen wollte. Daniel, you're the living proof of their faith. And mine. I know you understand. I guess... I mean... Sean? Oh my... Sean! You came back! Oh nein, der Bruder ist da. Jetzt können wir den Bruder nicht mehr verkaufen. Pam, pam, pam. You've grown up, Inanna. Do I look older? What? What happened to your eye? Don't worry. It's okay. Did that happen at the farm? Because of me? I'm so sorry. I'm sorry. Ey, er ist nicht mehr pubertär. Forget it. It wasn't your fault. I should have... It's okay. Does it hurt? No. Das juckt nur. Not as much as your haircut. Shut up. It's different. I don't like it. Sean, I didn't want to leave you there. Mit dem Haircut könnte er beim Beatles auftreten. I was so scared. I even thought you were dead. And... It's okay. We're together now. Yes. So, are you gonna stay with us now? Huh? I... Nein. We still need to go to Puerto Lobos. But we don't need to. We have a new home now. Bei den Spinnern da. One step at a time, Daniel. Give Sean a chance to process this. I'm sure this is all so overwhelming. By the way, my name is Lisbeth Fisher. We all prayed for your safe return. Sean, you must be a believer now in our Lord, too. Ich kann aus meiner Haut nicht raus, ne? Aber nein. Nein. Also, never, ever. Niemals. Well. Nein. Not really. No. So Daniel was wrong? Hm. You can be honest here, Sean. But first, I need Sarah Lee and Daniel to grab the medicine kit. We have to take care of our new guest. This is a place of healing. Aww. Let's do it later. I want to talk to him now. Daniel? Now. Okay, Reverend Mother. Let's go, Daniel. Whoa, whoa. Hold on. Well, und jetzt packt sie die Krallen aus. It's a pleasure to meet you. This is a real blessing today. You were away from Daniel for quite a while. I was in a coma. Of course. I wasn't judging you. Mm-mm. So what is your plan, Sean? This is a blessed family, and it would be good for Daniel to have you by his side. You should know that the Lord has big plans for him. Ich wünsche mir den Haltegriff aus dem Krankenhaus wieder. God or you? God, of course. Mm. I'm his family. Two young boys are not a family. Mark 3:25. If a house is divided against itself, that house cannot stand. Machen wir jetzt ein Bibelbattle oder was? A prisoner than a guest. It saddens me that you see things that way. After everything I've done for him. I know why you're scared, Sean. That's because your heart's full of sins. I've heard everything
about your journey, Sean. Was passiert eigentlich, wenn man den ganzen Run like you into my community. Lieb spielt und nicht, also nichts Böses macht? Ist sie dann anders zu einem? Are you serious? I'm sorry, my son. I'm not your son. And Daniel isn't gonna be your golden cow. Daniel, come on. Why don't we ask him what he wants to do? Do not touch me. What the fuck? Jetzt schauspielert sie aber. What did you do? Nothing. Enough. You spilled blood in the Lord's. Sean, what happened? Oh, die Frau, ne? Came in here, impure and acting like a criminal. But he can be saved, Daniel. I'm sorry, Sean. She's right. I will pray for you. Then, when you're ready, we can. She's trying to manipulate you. Let me lead you to the one true light that never goes out. I want to be your friend. You're crazy. Let's get out of here, Daniel. Wow, das Bike hat's immer nicht verändert. Just go. There's your answer, Sean. We're together again. So we can go, right? Come on. Get off me, dude. What? Daniel! Let me go, asshole! Daniel! They're not your family! Stop it. You just need to have faith. We'll be waiting. Daniel! It's okay, Sean. Daniel! There you go. Satisfied. Ich habe lange nicht mehr so viel Unsympathie für einen Spielcharakter gehabt wie für diese Frau, ne? Come on, kid. Don't make me do this. You're not gonna win. Kann mein Bruder doch nicht da lassen. Daniel! Daniel! Okay, Jay, schön, dass du da warst. Mach's gut. This is private property. I have a legal right to stop any intruders like you. Das ist eine offene Kirche. Mein Gott. Want my brother. But he doesn't want you. He was brought here, and this is where he's staying. Next time, I will not hesitate to use this. Now get out of here. Daniel, hey! Daniel. Sean? Karen? You won't. Get him back like this. Let's go. Wer ist das jetzt nochmal? Ich bin so vergesslich. Ach, Moment, Karen, was? Moment. Wie bitte, was? Ach nein. Die Mutter ist wieder da. Das ist ja interessant. Sean, what happened to your eye? Uff. Why the hell are you here? How did you find me? Well, I got a letter from Jacob. Ah. He said you were missing, and that Daniel needed help. I believed him. So you finally decided to check on him. You know, Sean, sooner or later, we're gonna have to talk. Das ist richtig. Where are we even going? I already have a hotel room. You're gonna need to rest and clean that dressing. Finde ich irgendwie cool. War mir klar, so viel wie über sie geredet wurde. Ja, es wurde immer wieder über sie geredet.
Aber so direkt zuordnen konnte ich sie jetzt nicht. Aber Heavy. In der Episode kriege ich ja alles. Verrückte Kirchenidioten und die Mutter. Das ist ja spannend. Mit diesem Verband auch noch zu duschen. Wir hätten wahrscheinlich weniger Verletzungen am Körper, wenn ich nicht so oft die Fresse bekommen hätte. Aber naja. Dachte mir auch, vor allem mit den Händen drüber gehen ist bestimmt gut. Mit Sicherheit. Wir haben immer neue Sachen. Man. Didn't clean the pain away, but that felt good. Karen's Zeug. Erstmal gucken. Karen seems to be on the move quite often. Und den Spiegel. Damn. You look bad. Gotta change that dressing soon. Warum denn bald? Mach's doch einfach jetzt. Ach so, die ist gar nicht da. Wonder how long Karen has been here. Did she see one of Daniel's miracle? This country is just way too big. Gut möglich, dass sie da war, weil ich meine, ich glaube nicht, dass Daniel sie erkennen würde. Kinda pretty. Kann ich die mitnehmen? Wonder if she made it. Nein. Fremd. Fehlt mir eigentlich noch. Irgendwas mit Spielautomaten. Okay. Hoch da. Okay, Daniel wurde von einem Kult einer Gehirn... welche unterzogen. Er will bei ihnen bleiben. Ich hab's mit der Pastorin versaut. Ich bin direkt in die Falle gegangen. Ich bin so blöd. Und dann noch Karen? Was zum Teufel macht sie hier? Wie hat sie uns gefunden? Ich will nichts von ihr. Nada. Ich weiß, wo Daniel dieses unglaublich herausfordernde Verhalten hat. Whatever. Mensch, haben wir unsere eigentlich noch? Glad to know she learned the lesson. Karen did her own road trip to get here. Red Mahoney, Border City, Nevada. Mexikanische Eier auf Red's Art, Apfelkuchen, Red's Scissory Kaffee. Summe $8.95, Trinkgeld nicht enthalten. Road Café Kingman, Arizona. Grillter Käse, Pommes, New Yorker Käsekuchen, Diätlimo. Nach vorn schreiten, um zurückzublicken. Dieselbe Wahl treffen, zweimal. Meine einsamen Tage und verträumten Nächte. Um mich selbst zu finden, nach vorn blicken, umzukehren. Okay. Damn. Karen does like to capture the world around her. Näher mit jeder Meile, mein Herz rast wund. Ich erinnere mich, kenne das Gefühl. Es gibt kein Ankämpfen gegen dieses Schlagen, das ihn zerreißt, meinen Kern. Blues am frühen Morgen, Kaffee. Rotäugige Trucker und traurige Familien. Schlechtes Rührei. Nicht die Schuld der Kellnerin, sie hat es eilig. Vermutlich Ende einer langen Nachtschicht. Namensschild sagt Clementine. So 22. Rothaarig, braun gefärbt. Augenbrauen und Hautton lügen nicht. Irische Abstammung? Tochter des Besitzers vielleicht? Mahonis. Vage höflich lächeln. Gedanken sind woanders. Etwas tollpatschig. Wirkt abgelenkt. Nervös? Junger Koch nennt sie Clemmy. Bruder? Freund? Freund. Entschuldigt sich, wenn die Bestellungen lange dauern und sie dafür einen draufkriegt. Wiss Mama und Papa, dass du während des Jobs datest, Clemmy. Arbeit und Liebe mischen geht selten gut. Ist es ein brandneuer Babybauch unter der dreckigen Schürze? Es ist 2017. Junge Leute sind immer noch dabei, Babys zu machen. Ich schätze, nichts ändert sich je wirklich. Okay.
So Karen did check it out. Wonder if she saw Daniel in action. Bibel. I really should finish reading this someday. Je nachdem. Ach. Sorry. I still have no game. And the house always wins. Haben wir tatsächlich in diesem Kapitel bis jetzt erst nur eins übersehen. Ist das ihr Handy? Karen was always into low-tech. I even think it's the one she had back then. Uff. Huh. This isn't her tablet. Mit was strauchelt etwas, wenn zu viele Apps laufen, aber soll okay sein für Browsing und Geolocate. Passwort ist 112708. Ich hoffe, du findest deinen Sohn. Okay. Yay, Technology. Huch. She came prepared. Mein Gott. Willkommen in deinem neuen Leben in der Kirche des universellen Auferstehens in Heavy Point. Darum geht hin und lehret alle Völker. Taufet sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Welt. Matthäus 28, 19, 20. Gibt es eigentlich einen Kotz-Emote? Weil nein, ich brauche eins, ich habe keine Ahnung. Mission, akzeptiere den Herrn, verbreite die Worte. Jesus, haltet der Gemeinschaft die Treue. Zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Lukas 19,10. Eine Nachricht von Mutter Pastorin Lisbeth Fischer. Als Pastorin unserer heiligen Kirche habe ich mich mein Leben und meine Liebe der Lehre der Bibel unserem Herrn gewidmet. Ich wurde in meiner Kindheit mit dieser Berufung gesegnet und es ist mein Privileg, seine Worte zu verbreiten und diese liebevollen, rechtschaffenden Gemeinschaft in Haven Point zu führen. Ich freue mich darauf, jeden Einzelnen zu treffen, der unser bescheidenes Heim besucht. Gemeinsam werden wir die Reise zu einem neuen Leben beginnen, welches vom Geist unseres Herrn und Löser geleitet wird. Gott segne euch alle. Die Gemeinschaft in Haven Point, ich das schon sehe, ne? Gastfreundschaft, Dankbarkeit, Vergebung. Die Gemeinschaft in Haven Point, nee, war das eine lebendige Oase, in der Individuen und Familien ihren Glauben in einer Gemeinschaft ausleben können, die den Lehren Christus gewidmet ist. Alle, die unseren Glauben teilen, sind eingeladen, mit uns eine Brücke zum Herrn und seinem ewigen Reich zu bauen. Gastfreundschaft. Mein Lieber, du handelst treu in dem, was du an deinen Brüdern tust, zumal an Fremden. Johannes, 3. Johannes 1.5. Dankbarkeit, das ist der Tag, den der Herr macht. Lasst uns freuen, fröhlich an ihm sein. Psalm 118, 24. Vergebung, alle Bitterkeit und Grimm und Zorn und Geschrei und Lästerung seien fern von euch samt aller Bosheit. Seid aber untereinander freundlich und herzlich und vergebt einer dem anderen, wie auch Gott euch vergeben hat in Christus. Epheser 4:31-32. Das ist Gemurmel, das ist ein Handy-Emote, oder? Reverend Mother doesn't look too humble. Ein Stück von Heaven Point von Robert Neal. Eins der großen Geheimnisse von Nirvana ist es, wie es den Heiligen Geist und den Heiligen Dollar im Gleichgewicht hält. Wenige Touristen reisen die Welt, um hier Religion aufzusuchen, doch in der eng verbundenen christlichen Gemeinde von Haven Point, Nevada, hat eine charismatische Pastorin ein frommes Gefolge aufgebaut. Wie sie mir in einem Interview in ihrem friedlichen Kirchenbüro erzählt, verbrachte Pastorin Lisbeth Fischer ihr ganzes Leben als demütige Dienerin des Herrn, die den Ruf hörte, seine Liebe und Ehre in diesen dunklen Zeiten zu teilen. Ich hatte ein machtvolles Erlebnis als Kind, welches mich auf diesen rechtschaffenen Pfad führte. Ja, er wurde wahrscheinlich einmal zu oft vom Wickeltisch geschmissen. Sie lächelte sanft und berührte meine Hand. Doch hier geht es nicht um mich oder meine Geschichte, wie ihn jeder in unserer wundervollen Kirche erzählen kann. Und erzählt haben sie es mir. Mitglieder der Kirche und des universellen Auferstehens sprechen mit gedämpfter Stimme über ihre Pastoren und wie sie von ihr inspiriert werden. Pastorin Fischer will nur ihren Segen mit uns teilen, sagt Corey Johnson, 34, eine neue Ergänzung zur Gemeinde. Ich war recht zynisch, bevor ich zu einer ihrer Predigten kam. Man konnte die Elektrizität in der Luft fühlen, als ich sprach. Manche weinten, eingeschlossen ich selbst. Looks like a Roach Motel. Billiges Hotel. Nobody will find me there. Billiges Hotel, Motel Haven Point, Nevada. Sand Snake Motel. Bewertung 2. Bewertung. Betten sind mega unbequem, aber es ist billig. Netter Pool, aber beschissen staubig. Nettes Motel an der Straße. Coole Angestellte. Okay. Be right back.
We'll find out. Bin kurz einkaufen. Ich hole was zu essen, falls du hungrig bist. Neue Socken, Unterhosen sind im Bad, gehören dir, falls sie passen. Ist vielleicht ein guter Zeitpunkt, Jack anzurufen. Seine Nummer steht in seinem Brief. Bin bald zurück, Karen. Jeez. It only took Supermom 8 years to give a shit. Liebe Mrs. Diaz, mein Name ist Jacob und ich habe mit ihren Söhnen Sean und Daniel auf einer Farm in Kalifornien gearbeitet. Farm. Es gab einige Probleme und Sean wird vermisst. Ich bin jetzt mit Daniel in Heaven Point, dem war da. Er gab mir diese Postfachadresse. Falls Sie dies bekommen, ich denke, Daniel ist in Gefahr. Er braucht Hilfe, um hier wegzukommen. Ich kann Ihnen mehr erzählen, wenn Sie sich mit unter dieser Nummer anrufen. 775-555-0118. Bitte beeilen Sie sich. Vielen Dank. Jacob. Warum hast du überhaupt mitgenommen, Jacob? Also ich meine, klar, der Junge brauchte Hilfe. Aber warum hast du den Jungen nicht gesagt, so, don't you dare deine Kräfte einsetzen? This thing is killing my back. Sonst er meint, dass er in Gefahr ist.